So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Hitman. Beim letzten Mal haben wir die dritte Mission fertig gemacht. Und ihr habt in den Kommentaren abgestimmt, sehr eindeutig, dass ich noch die restlichen Missionen hier machen soll, die beim letzten Mal angezeigt werden. Nämlich, warum werden die hier nicht aufgelistet? Na gut, also ich soll auf jeden Fall drei Story-Zielmissionen noch machen und die werden wir heute tun und machen. Egal, ob jetzt zwei davon dieselbe Person sind oder nicht. Wir werden heute alles machen, was uns da gefehlt hat. Und beim nächsten Mal werden wir nicht mit der nächsten Story-Mission weitermachen, sondern dann Sean Bean endlich mal machen, bevor der hier noch abläuft. Weil den will ich ja schon probieren. Aber ja gut, dann würde ich sagen, gehen wir erstmal in die Mission rein und bereiten uns etwas darauf vor. So, was nehmen wir denn alles mit? Ich würde sagen, wir nehmen mal den Reaper-Anzug, weil der ganz cool aussieht. Dann eine Schalldämpferpistole. Den Dietrich auf jeden Fall. Und wir haben noch nicht so viel praktische Sachen. Nehmen wir mal die explodierende Ente mit. Vielleicht brauchen wir wieder Sprengstoff. Schwierigkeitsgrad Profi, genau. Und Einstiegsstelle. Die sind jetzt nicht so cool, die Einstiegsstellen, die wir bisher haben, muss ich sagen. Und ich habe ja auch keine Verkleidung da direkt. Beginnt dort als Tourist. Dann beginnen wir im Dorfhostel. Keine Ahnung, ob es irgendwas bringt, aber ja, warum nicht? Genau. Ah, hier sind die Story-Missionen, genau. Wir machen steinernes Herz, heiliger Boden und tödliche Kunst. Ich glaube, steinernes Herz und tödliche Kunst sind dieselbe Person. Also wir können uns hier wieder vorbereiten und dann einfach in den Spielstand laden und genau. Dann würde ich sagen, beginnen wir mit dem steinernen Herz. Schauen wir mal, ob wir eine Statue auf jemanden werfen oder was auch immer da passieren wird. Hallo, Statue. Ach, wir fangen direkt neben der Statue an. Was ein Träumchen. Direkt bei den Drogenleuten. Ah ja. Als erstes soll ich die Statue sabotieren. Dafür muss ich allerdings hinter die Statue kommen. Dafür muss ich hier hochgehen. Allerdings. Don't talk about the boss like that, or you will go straight to the Hippo holding Ben. Ja, das Hippo haben wir beim letzten Mal gefüttert. Time to go water the roses. I'll be right back. Well, it's your own fault, Parsi. Drinking that much on the job. Ja, guck mal, der Typ geht extra weg, damit ich dahin kann. Wie nett ist der denn? Da ist eine Münze, die können wir vom Schrein klauen. Ganz normal. Und der hat mit mir ja schon geschenkt hier, ne? So. Sorry, Mr. Pinkler. Aber ihr Kostüm brauche ich. Und jetzt kann ich an die vorbeigehen. Ja, das war. Ja, ich salutiere dir auch. Schön, dass der auch genauso einen Sack hatte übers Gesicht. Perfekt. Schraubenschlüssel fehlt. Natürlich brauche ich noch einen Schraubenschlüssel. Ja, den finden wir schon im Dorf. Ich würde sagen, Schraubenschlüssel finden wir bei der Werkstatt unten. Ansonsten kann ich auch hier mal gerade reingucken. Sieht aus wie ein Schuppen. Aber wer weiß, was hier drin ist. Oh, guck mal, hier ist ein fleischiger Knochen drin. Hier wurde jemand umgebracht und gefoltert. Okay, das ist nicht der Raum, den wir wollten. So, dann öffnen wir hier die Werkstatt, wo die beiden Typen miteinander reden. Wenn es hier keinen Schraubenschlüssel gibt. Hier gibt es keinen Schraubenschlüssel. Ah, ich weiß, wo ich noch gucken kann. Die Werkstatt hier in der Ecke. Wenn es hier keinen Schraubenschlüssel gibt, dann weiß ich auch nicht. Lösche ich mich. Schraubenschlüssel, da ist einer. Wusste ich doch. Okay. Dann können wir wieder zurückgehen zur Statue. Kaum ein Umweg. So, dann speichern wir hier nochmal. Hab ein bisschen mehr Zeug gesammelt, hab ein paar Nahkampfwaffen. Glaube ich, ein guter Startpunkt. Und ich darf überall vorbei. Hallo, guten Tag. So, hab einen Schraubenschlüssel. Statue sabotieren. Kriegt das irgendjemand mit? Nee. Finden Sie die vier vermissten Mitglieder der Band. Okay. Dafür muss man das also machen. Das kriege ich hin. Einer saß da vorne. Einer liegt tot in der Bar. Genau, jetzt können wir den Dialog von denen auch anhören. Den habe ich ja beim letzten Mal rausgeschnitten. What? What? Oh, my head. Oh, shit, did I oversleep? Did the Martinez lady on Belly statue yet? I didn't see anything. About you, Sophia. Damn it. Maybe you want to tell me what's happening in your life? Maybe the owner's still there. Thanks, compadre.
Bitte, bitte. Immer gerne. So, jetzt müssen wir noch 3 Mitglieder der Band finden. Aber es ist ja lustig, dass man hier so eine kleine Quest hat, die 4 zu finden. Weil wir 2 davon schon so zufällig gefunden haben. Da drin ist ja einer, das wissen wir. Und wie wir den kriegen, wissen wir auch. Einfach den Strom hier kurz ausmachen. Hey? Dann kommt unser Compadre hier draußen vorbei. Und er kriegt einen Ziegel. Ein Ziegel. Tada! So, ich hoffe, es klappt alles wie beim letzten Mal, dass wir den einfach da reinstecken. Ohne dass jemand aufmerksam wird. Ja, perfekt. So, der hat ja auch den Schlüssel, glaube ich, gedroppt. Genau, da ist der Schlüssel. Und dann können wir mit dem Schlüssel da reingehen. Haus des Drummers. Eines der Bandenmitglieder, das zur Enthüllung der Statue gespielt soll, ist entweder Opfer eines Unfalls geworden oder hat einfach zu viel getrunken, sodass er eine tödliche Herzattacke erlitten hat. Jetzt fehlt der Band ein Drummer. Oh, man weiß nicht mal, was mit dem passiert ist. Cool. Ja. Schon haben wir ein Bandmitglied mehr. Okay, da ist eine Markierung. Bin getarnt. Hallo? Ach, hier unten drin saß doch einer, oder? Ja. Hallo? Warum darf ich nicht mit dir interagieren? Vielleicht kann ich ihn aufschrecken, wenn ich einen Generator anmache. Ja, er scheint aufzustehen. Okay. Hat wohl funktioniert. Ay, Dios mio. Ay, my head. What a body. Looks like it. Holy shit. You shaved your head? Amigo, you do the craziest things. It was time for a change. Oh, by the way, did you catch Raul? He talked about trying to take the midnight bus. That crazy fool didn't have any money. He must be by the cliffside. Okay, danke. Gut, dass er einfach denkt, ich bin immer noch ein Bandmitglied. Wie habe ich sie ja auch aus 1 zu 1 wie der Mexikaner, der da K.O. lag. Eindeutig. Okay. Da steht ein Bandmitglied zumindest schon mal oben. Ja gut, das zweite läuft gerade her. Der letzte soll hier irgendwo drin sein. Ach, da liegt er da unten. Neben dem Haus liegt er einfach. Bin 5-mal an dem vorbeigelaufen. Schau mal das Wasser hier an, dass er ein bisschen in der Pfütze aufwacht. So. Amigo, wir müssen ein Lied spielen. Ein Lied der Freude. Oh, Dios mio, that hurts. I've seen worse. You shed your head? You crazy guy. Oh, well, time to go on stage, I guess. But hurry up. Yeah. Somebody, eh? So I'm told. Hey, you see Pablo? Last I saw him, the idiot was trying to steal a tuk-tuk behind a bar somewhere. What? He can't drive for shit, though. I hope he's okay. Okay. Dann haben wir alle Bandmitglieder und jetzt steht da, treten sie der Band bei. Ja, werde ich wohl zum Trommler, zum Drummer. Let's go. Als Bandmitglied spielen. Bin bereit. Bin so unauffällig. Da kommt auch schon das letzte Mitglied. Warum haben die alle blaue Kleidung an und ich bin der Einzige, der irgendwie rot gekleidet ist? Naja, bin halt ein bisschen auffälliger. Spielen Sie auf der Trommel. Geh. Spielen. Ich passe so perfekt in das Muster rein. Es ist soweit. Die große Statue in Enthüllung. Treten Sie alle her. Kommen Sie alle vorbei. Sehen Sie, wie die mächtige Statue enthüllt wird, die auf keinen Fall umfallen wird. Ich hab hier den Spaß auf my life. Alter, der Koch da vorne, der feiert die Musik. Hat noch nie so eine gute Musik gehört. Der spielt sogar ein bisschen Luftgitarre mit. Der gönnt sich. Warten Sie auf Rico Delgado. Na gut. Na guck mal, da ist sogar die Troller. Kann ich 2 damit erschlagen? Ja, die Hölle. Also, höllisch gut. People of San Fortuna. The saints are truly smiling upon you all. This is a day of celebration and joy. Today, the Delgados present to you a gift unlike anything you have ever seen. Remember, we are here to help you. And from now on, the watchful and caring eyes of the cartel will be upon you day and night. We will protect you from the corruption of the big city and the crooked government. Rico Delgado,
has promised to me just this morning to step up and become the patron saint of San Fortuna. And so, it is my immense pleasure to present to you the benefactor of San Fortuna. Genau. The lion of Bogota. The man who has taken it upon himself. Nicely done, 47. Poetic justice coming up. A man whose only concern is for the welfare and safety of this glorious village and all of proud Colombia. I give to you Rico Delgado. Applaus. Ja. Ich hoffe, die fällt einfach um, wenn er an dem Seil zieht. Ich speichere mal ein bisschen. Auch kann ich nicht, wenn ich hier sitze. See you here today. 4 years. Hey, Parsi, where are you going? We have struggled against the oppressive forces of the outside world. 4 years, the Delgado cartel has been a bulwark against those who seek to do harm to you all. Well, today, we celebrate this struggle and the victories we have earned. Today, I grant you this symbol of freedom and rebellion. May it forever light your days and nights with hope of greatness and serve as something to aspire to. All of you can become as me one day. Drum roll, please. Looking good, man. Looking Komm, good. Wirbel? Warte, das kann ich. Drum roll, please. Drum roll, damn it. Da kommt er. Trommelwirbel! Und... Rico Delgado has been eliminated. Nicely done. Moving on from the square now. Area is green and all clear. Over. Hey, hey! Tenemos problemas! Salir! Get out! Move it now! Now! We gotta find that Guebon! Are we clear? Yeah! Yes. I'm not seeing shit here. Ich sehe auch kein Shit hier. Ich hatte hier eine großartige Unterhaltung. Schade, dass die Frau nicht auch noch mit erschlagen wurde. Aber das heißt, wir können immer noch den heiligen Boden machen. So, dafür müssen wir 170 Meter nach da hinten, okay? Ich laufe einfach mal hin, gucken wir mal, was da ist. Keine Ahnung. Meine Verkleidung als Bandmitglied sollte ich auch wahrscheinlich mal früher oder später loswerden. Ja, besonders wenn ich nach da hinten muss, dann sollte ich mir so ein Bandenverkleidungsding holen. So, da haben wir den schön weit weggelockt von seinem Kollegen. Nahkampf wurde bemerkt. Und jetzt kommt er suchen. So. Und dann verkleiden wir uns als Elite-Wache. Und dann kommt hier eine dritte Wache. Wie hat das beim letzten Mal funktioniert? Wie viele Leute muss ich noch ausschalten? Okay, nur 4 Leute hier in den Busch gelegt. Ansonsten alles in Ordnung. Kann ich die Kamera mal kaputt schießen? Und dann können wir doch mal gucken gehen. Die Zeugen werden keine Probleme machen, nehme ich an. Aber nice Outfit haben wir da. Schönes Muskelshirt. Aha, die beiden Herren haben die Geschichte, die ich hören will. Martin has wants to talk to the shaman so urgently. Why doesn't she just get him herself? She's got a lot in her mind. The construction of the new plant has been stalled for days now because of what they found there. She needs him to cleanse the place. But why do I have to go get him? Aha, Schamane. So. Andrea Martinez wants the local shaman to do a spirit cleanse at the construction site. She's ordered her sicarios to summon him, against his will if necessary. I suggest you get involved, 47. After all, getting rid of bad influences is what you do best. Kann ich? Getting a rash from touching all the poisonous plants he grows in there? Or ruin your precious complexion or something? You better watch your attitude, Parse. The Taitai has great spiritual power. And I respect our traditions enough not to screw around with that. Comprende? Well, parce,
If you don't get him over the construction site, Martinez will feed us to the piranhas. And they don't give a shit about your traditions. You hear me? Okay. Dann gehen wir mal einen Schamanen holen, den ich schon mal getroffen habe, aber das habt ihr in der Folge nicht gesehen, weil die Aufnahme irgendwie fast 2 Stunden lang war und ich musste es irgendwie runtercutten. Hier. Da drüben ist dieser Flugzeugmüll mit der Platine. Und hier ist der Schamane. Der macht hier ein bisschen Party. Beziehungsweise hat hier so ein paar zugedröhnte Leute. Another traveler finds his way here in search of a spiritual release. Come on in, my friend. And feel free to join us. Sieht irgendwie aus wie Maudado. Everyone is unequal in the eyes of the spirits. Wow, they're really out of it. The brew wow. has they're transported really out of it. To a place of tranquility and calm. It's a spiritual space for meditation and learning about oneself. You will see, once you try. Yeah, but I mean, they're like completely stoned. They perceive other things. Their senses no longer register their physical surroundings, but rather the spirit world, which is all around us. Freaky. Ja, hat hier einen kleinen Drogenpott scheinbar. Zufällig, dass das hier genau in der Nähe der Drogenplantage ist. Na gut, der wird jetzt gleich ein paar Kräuter pflücken gehen und dann schalten wir den aus. Ein Baseball sollte reichen. Aber welche roten Kräuter auch immer da pflückt. Tut mir leid, Senior. Hey, hey, what's wrong with you? You can't just knock people out. Doch, kann ich. So. Alles in Ordnung. Verkleiden als Schamane. So. Frische Verkleidung. Was ist das für eine Verkleidung? Loser? Gar nicht. Kann mich gar nicht als der verkleiden. Dann kann ich das Ayuhasha vergiften. Ich habe keine Ahnung, was hier alles abgeht. Deswegen tun wir mal die beiden K.O.-Leute hier reinschleifen und in seinem Superhaus verstecken. Übrigens, als das letzte Mal hier war, habe ich gesehen, der hat hier ganz schön viele Zigaretten legen und ein Zippo. Dafür, dass er ein Schamane ist. Aber ansonsten doch ganz hippe Bude hat er, die er da hat. So, Mr. Schamane, ab in die Box. Rein. So, die sind komplett zugekifft. Und wir reden doch mal mit Frau Andrea. Laufen wir mal die Straße wieder zurück. Kann ich mit dir reden? Bien, okay. May the spirits guide you to fortune. Thank you. I hope you won't take offense, but we were asked by Andrea Martinez to come here and talk to you about the cleansing ritual at the construction site. I see. Can you remind me about the details? Of course, Tita. The construction crew uncovered some old bones while digging out the foundation of the new treatment facility just outside the village. And the workers are now afraid to do more, worried that the spirits might become angry. Martinez has asked to meet you to discuss what to do. I'll be happy to meet with her. Okay. Ich glaube, dann kann ich ja in meiner Geschwindigkeit weiterlaufen. So, ich speichere mal hier vorher, weil ich nicht weiß, was ich bei ihr brauche. Ah, gehen wir mal sicher. Good to see you here. Your man sends his regards. The post. Der redet mit mir, aber er wird aufmerksam, wenn ich zu ihm gehe. Okay, ich verstehe schon. Your man sends his regards. The potion worked miracles. Immer gerne. Der Schamane hilft so gut er kann. Hallo, Bürger dieser Stadt, ich bin's, der Schamane. Welcome, Taita. Miss Martinez is waiting for you in her office upstairs. Go right in. Jawohl. Hallo, hallo. Ich bin der Schamane. Lassen Sie mich herein. So nett, dass ich hier rein darf. Well, hallo. Well. The famous shaman decides to show hey up after all. I'm pleased to finally put a face to the myth. I was beginning to think you didn't exist. What with your not replying to any of my inquiries? I've been looking forward to meeting you, Miss Martinez. All right. I need you to get over to the construction site on the outskirts of the village. The workers there uncovered a pile of old bones and they've taken the opportunity to grab some undeserved recreational time. I need you to go over there as soon as possible and wave your magic wand or do an interpretive dance or whatever it is you do. I can do that. You can walk with me if you don't know the way. Otherwise, I'll see you there. Just don't take too long. I'm an important person and have many things to do. I will not wait around. Very well. Okay, sprechen Sie mit dem Vorarbeiter. Ja, ja, keine Zeit für dich. Seht ihr meine Fans? Hey. Hallo.
Los espíritus nos han El Taita. Meine Fans. So, da ist die Lady und wir sind auch da. Können wir ein bisschen Voodoo wirken. So, hallo, ich bin der Taita. Taita. Hey. My father told me of the purification ritual you performed on in last week. He's never looked better. Immer gerne. Lustig, wie gläubig die hier alle sind. Ich helfe euch gerne. Hallo. So good to finally have you here. You have been sorely missed. Glaub, das ist der Boss. Happy to be here. So, here's the problem. We're digging some holes for the foundation work, and we come across these, well, bones, I guess. Turns out they're human, and the workers seem to think they're part of some old grave. Sounds likely. Yeah. So now, they're on strike. Won't work until the site is cleansed. This is where you come in, you know? You think you can help us out? I'll do my best. Excelente. Thank you so much. Muchísimas gracias. Ja, gracias, bitte, bitte. Okay. Okay, everyone. Come on. The Titan is here to perform his ritual of cleansing. Everybody gather around. Come on, come on. Ah ja, da sind die Sachen. Sprechen Sie mit dem Vorarbeiter. Ist er hier. Okay, okay. Da kann ich einen Zementmischer machen. The stage is all yours. Cleanse away. Looking good, man. Okay, reinige. What are you waiting for? Bin dabei. Ich mache meine heiligen Rituale. Ich reinige dieses Feld im Namen des Taita. The site is clean now. Ja, ja, gerne, gerne. Taita, it was a beautiful ritual. Thank you. Excellent. A beautiful ritual. I could genuinely feel the spirits bless the worthwhile endeavor we are pursuing here. They're at peace now. Expertly moved onto the afterlife by your Taita. I am confident this is the end of it. Bueno, muchachos, time to get back to work. Let's warm up the new cement mixer. That beauty will cover up any human remains in seconds. Nobody will ever disturb the dead down there again. Nicely done. Looks like the foreman is going to tour the site and show some of the machinery to Andrea Martinez. This might be your chance, 47. Jaman, how are you? Wenn sie da an der Röhre ist, kann ich doch mal hier Power drücken. Aber wir brauchen erstmal eine Tarnung. Okay, dann speichern wir mal und dann kümmern wir uns darum. Ich speichere mal einmal eins danach. Nicht, dass ich irgendwas verkacke. Aber als erstes brauche ich erstmal eine Uniform als Arbeiter. Weil alle anderen dürfen nicht den Titan-Kram machen vom Titan. Du da. Okay, nee, da stehen mir zu viele in deiner Nähe. Wo haben wir denn irgendeinen Ort, um Leute zu verstecken? Ziegel ist schon mal gut, aber... Ist da drin einer? Ja. Ich würde gerne da rein und du würdest gerne raus. Okay. Was hat ihr da für ein Heft? Baumaschinenanleitung. Die Anleitung für einen hochmodernen Betonmischer. An diesem Modell hat man eine besonders starke Pumpe angebracht, die eine beträchtliche Menge Beton in sehr hoher Geschwindigkeit gießen kann. Laut den Sicherheitshinweisen sollte man niemals im Betrieb vor der Maschine stehen. Ja, wissen wir doch mal, was wir tun werden. Oh, wir werden die einfach betonieren, die Olle. So, machen wir kurz mal hier auf. Tödliches Gift ist da drin, okay. Ah, ich mach das Radio hier aus, dann kommt er doch bestimmt auch rein. Ja, Ablenkung wird untersucht. Und dann stecke ich ihn hier in die Tonne. So. Da ist er. Und bei der Macht des Taita. Werde ich dich kurz mal zur Seite bringen. Beseitigen, wortwörtlich. Ab in den Müll mit dir und jetzt Baustellenverkleidung. Und jetzt darf ich doch bestimmt... Ja, ich darf ihn theoretisch einschalten. Aber der eigentlich... Oh, jetzt! Jetzt, komm! Wie steht da? Okay! Da oben links sehen wir es nochmal. Sie ist zu einem Stück Beton geworden. Tja, schade. Knacken wir mal kurz den Raum hier auf, während die da alle abgelenkt sind.
Nehmen wir uns einen Beutel Schwarzpulver, was auch immer man damit macht. Motorradschlüssel. Dann können wir mit dem Motorrad fliehen, wenn wir fertig sind. Sehr schön. Und nehmen unsere Schamanenverkleidung. So, weil der Schamane ist hier überall gern gesehen. Ihr Freund und Helfer. So, tut mir leid, dass die Folge heute nicht so lang ist. Aber ich habe immer noch über eine Stunde Material und es ist jetzt schon 13 Uhr und ich will, dass die Folge heute nicht so spät kommt, weil ich noch Red Dead Online spielen möchte. Da kommt, erscheint ja heute auch und so. Und deswegen müsst ihr mit einer kürzeren Folge leben, damit ich Red Dead Online aufnehmen kann und ihr mit einem anderen Video leben könnt. Ja, so ist das Leben. Ja, beim nächsten Mal machen wir dann den Kram fertig. Da habe ich echt noch einiges gemacht und erlebt. Und ich werde jetzt bald zum Cowboy. Bis dann, euer Zimmelmann.